Chers amis en Caen, liebe Freunde in Caen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vor 58 Jahren, am 22. Januar 1963, unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag mit dem Ziel, die deutsch-französische Freundschaft zu stärken und die beiden Länder vor allem auch durch Kultur- und Jugendaustauschprogramme sowie Städtepartnerschaften einander näher zu bringen. Am 13. Mai 1962, also ein Dreivierteljahr bevor de Gaulle und Adenauer mit dem Élysée-Vertrag auf staatlicher Ebene eine neue Epoche freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich einleiteten, unterzeichneten die Bürgermeister Jean-Marie Louvel und Dr. Helmut Zimmerer bereits die Partnerschaftsurkunde zwischen Würzburg und Caen. Im nächsten Jahr werden wir somit auf 60 Jahre partnerschaftliche Beziehungen zwischen unseren beiden Städten zurückblicken. Am heutigen deutsch-französischen Tag wird die besondere Freundschaft gefeiert, die beide Nachbarländer vereint. Schulen, Vereine, Universitäten und Kultureinrichtungen in ganz Frankreich und Deutschland wecken Neugierde auf die Sprache und Kultur von Frankreich bzw. Deutschland und informieren über Austauschmöglichkeiten für junge Menschen. Der Austausch zwischen Partnerstädten ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern sowie Verwaltung, den Horizont zu weitern, voneinander zu lernen und Aufgaben gemeinsam anzugehen. Aktuell stellt natürlich die Corona-Pandemie die europäischen Staaten vor eine schwere und auf eine schwere Probe. Gerade in dieser Situation sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass Solidarität besonders wichtig ist. Auch wenn wir 2020 viele unserer Aktivitäten verschieben mussten, ist heute schon sicher, dass wir unsere Projekte umso intensiver fortsetzen werden, sobald es die Lage zulässt. Wir reden auch in Zukunft miteinander und werden die Zukunft gemeinsam gestalten, sodass diese wertvolle Partnerschaft auch wieder mit Leben gefüllt wird. Mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben, darf ich verbleiben. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe! Chers amis de Würzburg, chers Canaises, chers Canais, il y a 58 ans, le 22 janvier 1963, le chancelier Konrad Adenauer et le président de la République française, le général de Gaulle, se retrouvaient à l'Élysée pour sceller l'amitié franco-allemande. Un acte qui, selon le général de Gaulle, ouvrait toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Je crois que nous pouvons témoigner aujourd'hui combien le fruit de notre amitié a mûri, et combien l'Allemagne et la France ont pu réaliser ensemble de grandes choses. Je pense aussi que nous pouvons dire avec une certaine fierté que nos deux villes, Caen et Würzburg, ont été précurseurs dans ce rapprochement entre nos deux pays. En effet, nous avons scellé notre amitié un an avant le traité de l'Élysée, dès 1962. Un jumelage qui unit désormais nos deux villes, qui se ressemblent d'ailleurs, deux villes aux universités multicentenaires, deux villes dotées d'un magnifique château et deux villes qui ont connu aussi malheureusement les désastres des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 58 ans plus tard, je crois que nous devons, à l'image de nos pères et de ce que nos deux pays ont pu faire pendant cette crise sanitaire exceptionnelle mais qui malheureusement nous touche encore, resserrer nos liens et montrer combien l'amitié entre Caen et Würzburg n'a jamais été aussi forte.